Liebe Grüße aus Luxemburg. Heute ist der 10. Juli 2022 und wir sind jetzt fast 2 Wochen auf Weltreise. Ich möchte einfach mal wieder einen grandiosen, tollen Stellplatz heute vorstellen. Weil ich den so liebe, möchte ich ihn dir nicht vorenthalten. Und ja, bleib gerne dran, denn nach dem Intro geht's auch schon los. Wochen sind wir jetzt auf Weltreise und jetzt sind wir in Luxemburg angekommen. Wir sind zwischen Remich und Schengen. Das sind so 2 Orte an der Mosel. Ich bin hier in einem Hafen, in einem Yachthafen. Ich zeige dir auch immer hier ein paar Bilder und Eindrücke und dann kannst du das mal so sehen, wie wundervoll das hier ist. Jetzt schon, weil du bist quasi zwischen Remich und Schengen genau in der Mitte. Das heißt, du kannst quasi entweder per Fuß, das sind so circa 3,5 Kilometer nach Remich laufen und circa 3,5 Kilometer nach Schengen laufen. Also wir sind beides gelaufen, einfach weil Punkt A, die Wege so toll sind. Du kannst mit dem Fahrrad fahren, du kannst laufen, du kannst per E-Roller fahren, du kannst aber auch mit deinen Inline-Skates, das ist hier auch erlaubt. Finde ich total toll, auch per Schilder ausgeschrieben. Kannst du hier lang düsen und dann hast du diese traumhafte, wie du hier sehen kannst, Moselseite. Also du bist hier, wenn du auf der Seite bist, auf der Luxemburger Seite, genau direkt an der Mosel. Und in Remich gibt es ganz, ganz viele tolle, leckere Cafés. Wir waren hier zum Beispiel bei einem indisch-thailändischen, asiatischen, weil wir das einfach so lieben. Waren wir im Restaurant und haben da lecker gegessen. Es gibt hier auch total coole Hanfshops. Ich liebe die, weil da meine Investments drin laufen. Dann gibt es hier auch von der ganzen Promenadenseite tolle Cafés und du kannst aber auch genau direkt an der Mosel deine Strandpicknickdecke ausbreiten, dich hinsetzen und da einfach nur die Seele baumeln lassen. Ich finde es sensationell toll. Es gibt auch ganz, ganz viel anzuschauen. Wir haben aber nicht so viel Zeit gehabt, weil wir natürlich noch nach Schengen wollten. Und da sind wir da noch durch die Weinberge gelaufen. Wir sind durch das Haff gelaufen, am Biotop vorbei und haben da die Vögel, die Tiere, also die ganze Tierwelt beobachtet, Ente, Schwäne und Co. Also einfach nur traumhaft. Also wenn du so entspannen willst, verweinen willst und einfach so einen Punkt im Leben hast, wo du einfach mal totale Ruhe brauchst, dann empfehle ich dir diesen wundervollen Platz. Und wenn du eh schon mit Wohnmobil und Campingausrüstung unterwegs bist, dann halt doch einfach mal hier an am Port. Und die liebe Sandra und ihr Mann, die leiten das Port und den Campingplatz und den kompletten Yachthafen. Sven unterstützt sie dabei und das ist so heimelig, also das fühlt sich so, so warmherzig und toll an, dass man sich einfach hier nur wohlfühlt. Der Campingplatz hat 18 Stellplätze für Wohnmobile, du hast Wasser, du hast Strom, du hast Duschen, Waschmaschine, Wäschetrockner. Es gibt ein grandioses Café dort und zwar das Lieblingsplatz, heißt also deutsche Lieblingsplatz übersetzt. Es ist, wir waren dort jeden Tag Kaffee trinken, also der absolute Hammer. Also da wird auf Qualität geachtet und preislich ist es auch den Stuttgarter Verhältnissen, sage ich mal so. Wer die Stuttgarter Verhältnisse kennt, also ein bisschen mehr, aber dafür 1A Qualität. Wir haben auch einmal dort gefrühstückt und wir können das herzhafte Frühstück empfehlen und einmal dieses süße Frühstück. Es gibt dann noch so gemischte, einfach nur klasse, top. Sehr, sehr freundlich alle Menschen hier. Es ist sauber. Also wir haben jetzt hier 4 Tage schon verbracht und dieses Land ist einfach nur
Ja, toll. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir hatten es auf unserer Liste nicht, muss ich dazu auch sagen, weil einfach Luxemburg so für uns unscheinbar war. Aber wir waren einmal in der Pfalz und haben gesagt, wir drehen nochmal eine Runde durch Luxemburg, mal schauen, was uns da erwartet. Wir würden es immer wieder tun. Ich kann es immer wieder von Herzen empfehlen. Wenn man 2 Wochen hat oder 1,5 Wochen, nehmt euch die Zeit, fahrt hier rüber und ihr könnt echt hier so, so toll die Zeit genießen, entspannen. Was ich noch an diesem Platz so liebe, ist, es gibt einen Portugiesen, den haben wir allerdings nicht ausprobiert, weil wir im Einkaufsmarkt in der Nähe gleich in Schengen waren wir einkaufen und da gab es so richtig, richtig geile fertige Platten an Grillsachen und ich liebe ja total Grillen. Wir haben ja unseren eigenen Grill mit und es macht unheimlich viel Spaß, weil die haben hier eine hammergeile Auswahl an frischen Obst, an Gemüse. Du hast ja auch Märkte, du hast auch eine Käseauswahl. Es ist der absolute Wahnsinn. Klar, von Wurstspezialitäten angro. Also es gibt hier eine, ich war selbst etwas überfordert bei dieser riesen Auswahl. Und ich sag mal so preislich auch da den Stuttgarter Verhältnis. Manches ist günstiger, manches ist ein bisschen teurer, aber klar. Was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist, wenn du in Luxemburg bist, dann ihr unbedingt Käse ausprobieren. Oh Gott, ich habe noch nie so geile Käse gegessen. Das ist ja einfach nur lecker. Ja, und zum Wetter, klar. Ein bisschen windig am Wasser ist es dann ja meist immer, beziehungsweise ist das Wetter für mich morgens extrem kalt, am Tag wird es brechend heiß und abends gibt es dann nur einen Schlag, dann wird es nochmal richtig kühl. Im Wohnmobil ist es sehr gut aushalten, dadurch, dass es sich nachts runterkühlt und am Tag aufheizt, aber wir sind am Tag unterwegs oder schauen uns irgendwas an, von daher ist es total angenehm, ja, muss ich mal so sagen, für alle die hier gerade zuschauen und ja, nach dem Wetter von Luxemburg zu fragen. Was ich natürlich auch total toll finde hier ist, es gibt sämtliche Tankstellen, gerade wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist und hier fährst, es gibt sämtliche Tankstellen und alle Tankstellen haben den gleichen Preis. Also es ist egal, an welcher Tankstelle du tankst, es ist immer der gleiche Preis. Also nicht wie in Deutschland, an der Shell gibt es den Preis, an der Aral den Preis und an der OMV den Preis. Nee, hier sind alle gleich und das finde ich einfach entspannend, weil wenn du tanken musst und auf den Preis schaust, dann ja, ist es einfach hier egal. Du fährst ran, tankst, weil in den nächsten 50 Tankstellen kostet den gleichen Preis. Also für viele ist das ja auch nochmal so ein Ding, immer die Preisvergleiche zu sehen. Ja, ich tanke, wenn ich tanken muss. Das hat was für mich für finanzielle Freiheit zu tun, Fülle zu tun und da schaue ich auch nicht auf den Preis. Meine finanzielle Freiheit reist zu reisen, die Zeit zu genießen und einfach das zu tun, worauf ich Lust habe. Und da nehme ich dich auch hier mit, also sei gespannt. Wir werden jetzt ein bisschen so in den Norden reisen. Wenn du Remich und Schengen mal auf der Karte suchst, dann ist das eher so ein bisschen südöstlich gesehen auf der Karte. Und jetzt reisen wir so Richtung Luxemburg City und wollen da mal ein bisschen rumschauen, was es da so Schönes gibt. Und dann nehme ich dich auch mit. Und wenn der nächste Stellplatz auch wieder wundervoll ist, dann werde ich auch da wieder berichten. Also lass es dir gut gehen. Ich schicke dir sonnige Grüße aus.